Dün, 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 dün. Ding. Jo, moin Leute. So, wir sind hier wieder im Winter. Den zweiten Tag im Winter haben wir hier. Ja, wir haben schönes Wetter. Also, naja, ein bisschen neblig ist das, ne? Aber so viel meckern wollen wir ja nicht. Und wir haben ein bisschen Durst, sehe ich gerade, deswegen gehe ich schon mal Richtung Wasser. Ja, was liegt denn heute an, Leute? Was wollen wir heute machen? Das haben wir letztes Mal gemacht. Zum Schluss haben wir noch die Näherei gebaut. Ja, wir haben keine Ahnung, es hat alles nicht geklappt. Wir haben ja nichts weiter. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, wir brauchen Geld. Denn wir haben nur noch 228 Euro. Euro, naja, also ihr wisst schon. Dieses Money hier, was man so hat. Erstes Jahr Winter, okay. Meine beiden Leute, die ich habe, die sind fleißig am Arbeiten. Gewinnung. Ja, zumindest geht hier nichts anderes. Okay. Gut, dann ist jetzt echt die Frage, wie machen wir weiter, Leute? Ich mache mal Folgendes erstmal. Wir hatten ja das Ressourcenlager vor gar nicht allzu langer Zeit gebaut. Und das Lebensmittellager. Deswegen gucke ich hier. Ja, hier, das meine ich. Dann holen wir uns nämlich schon mal die Ressourcen hier raus. Weil die zukünftig ja eh immer im Lebensmittellager oder Ressourcenlager landen. Da ist nichts. Und ich kann die jetzt ja schon mal richtig einsortieren, ne? Das ist doch ein schöner Anfang, finde ich. Kann man machen. Dann, Moment, ist hier noch was in der Kiste? Ja, oh, da war was. Die mache ich auch mal leer. Weil das gehört hier nicht rein, das gehört ins Ressourcenlager. Was haben wir hier? Oh, auch eine ganze Menge. Alles ins Ressourcenlager, Leute. Da muss das hin. So, dann sortieren wir das gleich einmal kurz, dass wir alles am richtigen Ort haben. Den Hammer auch. Oh, ich kann mich gar nicht mehr. So viel ist das? Hör auf. Ich habe fast 100 Kilo dabei. Das wollte ich nicht. Oh je. Steine. Guck mal, dann packen wir hier 30 Steine rein. Dann können wir noch gut laufen, ne? Ja, so geht das. Und wenn ich noch die Pfeiltaste zusätzlich nach vorne drücke, laufe ich auch noch ein bisschen schneller. So will ich das haben. So, dann gehen wir erstmal ins Ressourcenlager. So. Packen den Krempel erstmal rein, den wir hier nicht mehr brauchen. Und Pelzhaube und sowas brauchen wir noch alles. Die Bretter können hier rein. Die Federn. 100 Federn haben wir schon. Ja, eine Schale. Leder. Pelze. Steine 7. 87 Stöcker. Ich nehme an, die werden wir demnächst mal wieder rausholen da, aber gut ist. So, und ach, guck mal hier. Die Suppe. Die kann ich mittlerweile schon essen. Und dann kann ich auch die Schale hier reinpacken. So. Dann unser Fleisch. Haben wir hier noch Fleisch drin? Nein. Irgendwo hatte ich doch noch Fleisch. Also bei mir zu Hause. So. Ja, wusste ich doch. Ich wusste es. D und D. So. Und Kohl habe ich auch noch. Ich kann leider noch keine Kohlsuppe machen, weil wir mit der Technologie bei Crafting noch nicht bei der Taverne 1 sind. Erst da kann man sich die Kohlsuppe freischalten, ne? Darum müssen wir uns erstmal mit dem Fleisch begnügen noch. Und wir fangen einmal an und werden mal eben ganz schnell 110 Fleisch braten. Und das Ganze schaffen wir in unter 3 Sekunden. Und ja, Leute. Also wenn ich ehrlich bin, das ist ja nun ganz viel Gebraterei gewesen gerade. Ich hoffe, das lohnt sich. Also, mein Plan ist jetzt folgender. Ich werde jetzt einen Teil des Fleisches bei mir ins Lebensmittellager packen, als Nahrungsversorgung für meine Leute hier. Die haben zwar noch was in ihren Häusern gerade, das habe ich noch nicht rausgesucht, aber ja, dann habe ich da was. Ja, dann sind die erstmal versorgt. Und einen Teil davon werde ich mitnehmen zum Verscherbeln. Einfach weil ich gesehen habe, dass gebratenes Fleisch so viel Kohle bringt. Da habe ich mir gedacht, why not? Fleisch ist etwas, was man en masse hat, ja.
wenn man Jäger hat und sich da viel Fleisch holen lässt, so wie ich es jetzt ja gemacht habe, dann hat man eine ganze Menge Fleisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob es vielleicht sinnvoller wäre, zu sagen, okay, man macht das jetzt so, dass man sich einfach mehr Federn machen holen lässt von den Jägern. Also Federn von den Jägern, ihr versteht, ja, also weil da kann man denen ja sagen, dass sie auch Federn holen sollen. Statt Fleisch zum Beispiel. Und Federn bringen ja auch eine ganze Menge Kohle. Das erklärt meinen nächsten Schritt. Ich habe jetzt 150 Federn hier. Dann nehme ich mir erstmal 100 Stück mit. Auch zum Verschachern. Ja. Ich glaube, das ist eine mehr oder weniger gute Idee. Haben wir noch irgendwas, was wir schon verscherbeln können? Ja, Leder und Pelze. Schwierig. Ich möchte nämlich jetzt als nächstes... Moment, ich kann einfache Schuhe, kann ich... Das lohnt sich nicht wirklich, oder? Komm, wir machen es aber. So, wir versuchen einmal einfache Schuhe zu machen. Also in der Näherei jetzt, ne? Ich gehe mal kurz zur Näherei. Näherei, wo bist du? Da ist sie. So. Schneidertisch. Schuhe. So, Pelzschuhe. Ist mal wieder das Ding, was gut Kohle bringt. Schuhe bringen auch ein bisschen Geld. Und die Schuhe können wir uns gerade so leisten, um sie zu entsperren. Und wir können zwei Paare erstellen, das machen wir auch. Mal gucken, was uns das bringt. Oder warte, nee, wir machen nur ein Paar. Wie viel Leder steckt in ein paar Schuhe? 12 Paar. 12 Paar. Das wären also 4 einfache Beutel. Wo klicke ich hier rauf? Oh Gott. So. Ich wollte jetzt einfach nur einen Schuh machen. Wir machen jetzt einen Test, Leute. Die 15 Leder kommen hier wieder rein und wir nehmen uns auch eine einfache Tasche mit. Die 3 Leder braucht. Das heißt, die einfachen Schuhe, die müssten jetzt ja locker mal das 4-fache kosten von der Tasche. Weil das 4-fache an Material drin ist. Aber wir sehen, die einfache Tasche bringt mehr. Das sehe ich jetzt schon. Die bringt das 3-fache, also mehr, also ne? Die Schuhe sind circa weniger als das 3-fache wert. Das kann ja heiter werden. Das klappt doch nicht. Moment, dann mache ich mir zusätzlich noch ein paar Weidenkörbe. Ja, nehmen wir 100 Holz mit, 100 Stöcker. Dann machen wir noch schnell ein paar Weidenkörbe. Und dann geht's ab in die City und dann verschäbeln wir den Kram richtig. Und dann flirten wir nochmal mit meiner zukünftigen. Wo renne ich hier hin? Weil die beiden Körbe gehen hier. Hier muss ich hin. So. Ja, so. Und ja, wie gesagt, dann bringen wir das nach Kastobia. Schnacken wir einmal mit den Leuten da. Dann gehen wir nochmal rüber auf die andere Flussseite zu meiner zukünftigen. Mal gucken, ob es die heute mal ein bisschen netter ist und nicht mehr so widerlich. Ja, das muss ich mir eine andere suchen, wenn die weiter so rumzickt. Das geht nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, was wollen wir noch machen? Und dann werden wir noch mal auf der Insel gucken. Nach irgendeinem Grab oder sowas, was da sein soll. Ich weiß nicht. Wir werden einfach mal gucken. Einfach mal gucken, was da ist. Auf der kleinen Insel hier vorne. Ja. Und ich spule mal kurz vor. Bis gleich. So, und eine Idee habe ich jetzt auch noch. Wir könnten auch die Steine verwenden. Um was Schönes zu basteln. Und wollte ich die jetzt in der Kiste? Ja, 30 Steine. Komm her. Gib sie mir. So, da machen wir jetzt nochmal Wurfsteine draus. Weil ich will mal einmal sehen. Steinwaffen. Wurfstein. Gib Gummi. So. Ich will nur mal sehen, wie die sich schlagen. Ob man damit auch noch einigermaßen gut Geld verdienen kann. Das Einzige, was mich gerade beruhigt, ist meine Gewichtsanzeige, dass ich jetzt überladen bin. Das heißt, wir sind schon mal vollgeladen, um auf Verkaufstour zu gehen, ja? Dass wir da so ein bisschen was erreichen, schaffen können und so weiter.
Und ich hoffe, dass wir genug Kohle verdienen, um noch ein paar, um noch die Pelzschuhe in der Näherei freizuschalten und vielleicht noch solche Sachen wie ein Eimer oder sowas. Dann müssen wir gleich mal gucken, was wir noch so brauchen. Ich weiß nicht, hatte ich eine Eimer schon freigeschaltet? Ich glaube nicht. Ja. Und wir müssen sehen, dass wir noch Karotten kriegen. Damit wir noch ein paar Karotten jetzt in der Mitte einpflanzen können. Naja, ich weiß nicht, okay, so wichtig sind die Karotten jetzt nicht. Mal sehen, vielleicht laufen uns da welche über den Weg. Wäre eine feine Geschichte, finde ich. So. Jetzt bin ich natürlich überladen. Das heißt, ich kann nicht mehr laufen. Dann werden wir jetzt... ich krieg schon wieder die falschen Tasten. Dann werde ich jetzt einmal sehen, dass wir das Gewicht normalisieren, dass wir gut laufen können. Was habe ich denn hier noch dabei, was nicht sein muss? Okay, wie viel? 4 Kilo überladen. 4 Kilo. Wenn wir jetzt nicht im Winter wären, würde ich ja Klamotten ausziehen. Aber mit Waffen ablegen ist auch nicht getan. Ne, das sind die Wurfsteine, die so viel kosten. Oh, die bringen ja gar nichts. Die hätte ich mir sparen können. Die hätte ich mir richtig sparen können. Die bringen ja wirklich gar nichts. Okay. Dann packen wir mal hier 50 Steine da rein. So. Okay, wie spät ist es jetzt? 13 Uhr. Es ist schon früher Nachmittag. Wir sind viel zu spät dran, Leute. Okay. Ich renne kurz nach Kasubia und da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir doch schon. Wollen wir mal sehen, was hier Schönes los ist, ja? Hallo, die Damen und die Herren. Ich suche, was suche ich denn eigentlich noch? Im Moment suche ich eine Jägersbraut. Ist hier eine Jägersbraut, bitte? Rudolfina. Rudolfina, komm mal her. Du bist doch eine starke, gut aussehende Jägersbraut. Was hältst du von der Feldarbeit und mit der Jagd? Guck mal, jetzt habe ich sie über 70. Da kann ich auch nochmal mit der flirten. Okay, das... ja, das ging in die Hose. Aber wir holen die Dame trotzdem. Rudolfina, komm mit. Ich nehme mich. Ich wähle dich. Du kriegst die Rose von mir, wie das die Frauen heutzutage sagen würden. Und du wirst ein Jäger wie dein Mann oder dein zukünftiger Mann. Den kennst du zwar noch nicht, aber der wird dir schon gefallen. Ein feiner Kerl. Ja. Und die anderen hier. Adelina. Ich will nur mal kurz ein bisschen mit euch quatschen. Ja, man muss ja sich mit allen mal unterhalten. So, den Kontakt aufrechterhalten und so. Ingolf, oder was meinst du dazu? Sag doch mal. Einfach nur mal so ein, zwei Sätze mit den Leuten. Das ist immer ganz, ganz angenehm, finde ich. Ja, Udon. Bei dir auch alles fit. Sehr schön. Gut, dann wollen wir nochmal was vertickern. Was verschäbeln. Und Jero Gniva. Komm her, du. Du weißt ganz genau, was ich will. Und du kannst es mir geben. Geld. Ja, was sonst? So, erstmal die Steine weg. So, für die Tasche kriege ich tatsächlich 20. Für die Schuhe 57. Also weniger als das Dreifache. Obwohl ich das Vierfache an Menge an Leder dafür brauche. Okay, das heißt schon mal, die Schuhe können wir vergessen. Das lohnt sich ja gar nicht. Federn. 1,50 Euro das Stück. 100 Stück sind 150 Tacken. Zack. Meine Weidenkörbel. Nochmal 150 Tacken. Und jetzt zum Schluss noch. Ach ja, mein Fleisch. Hier. 2,50 Euro das Stück. 125. Zack. Aber 540. 540. Und ich würde ja gerne... Nö, da würde ich gar nichts weiter kaufen wollen. Bye, ciao. Ich gehe da mal wieder. So, hier ist auch nichts weiter zu tun im Dorf im Moment. Darum würde ich sagen, gehen wir mal schnell nach gegenüber.
Denn da warten die wichtigen Aufgaben auf uns. Wir müssen das Mädel rumkriegen, ja? Wie kriegt man ein 18-jähriges Mädel rum, möchte ich gerne mal wissen. Das habe ich damals schon nicht gewusst als 18-Jähriger. Das weiß ich jetzt immer noch nicht. Und jetzt ist eh zu spät. Und mit so einem Kram muss ich mich nicht rumärgern jetzt. Ja, ein paar Stöcke aufsammeln, einfach nur, weil das ein paar Leute triggert. So, sehr schön. Das muss jetzt sein. Was gibt das hier denn Schönes? Ist hier jemand? Hallo. Hallo, Dörfchen. Der ist doch bestimmt hier drin, ne? Ja. Halli, boah, ich würde ja gerne mit dir schnacken, aber ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts zu verkaufen da. Was soll ich denn mit dir reden, wenn ihr nichts zu verkaufen habt? So gut mögen wir uns ja auch nicht. Nee, komm, ich bin zu neugierig. Gebt mir meine zukünftige. Malvina. Malvina. Malvina, ich bin Malvina da. So, hast du Klatsch und Tratsch gehört? Minus 5. Ja, das fängt gut an. Das fängt gut an. Du scheinst leistungsfähig zu sein wie ein Wildschwein. Jawohl, plus 8. Auch sowas steht sie wieder, weißt du? Da muss man ein bisschen rustikaler rangehen. Das ist es. Ich bewundere die Hingabe an deine Arbeit. Ich meine, das hört jeder gern, oder? Wie ist es dir letzte Zeit ergangen? Ich hoffe, dir geht es gut. Mal fragen, wie es dir so geht. Das kommt auch gut an eigentlich. 0. Das hat nicht viel gebracht. Dann nochmal Hingabe an deine Arbeit. Plus 3. Zack. Und nochmal Hingabe. Kann ich nochmal? Nö. Bei 86 sind wir. Ja, komm, wir kommen näher. Oder, Malvina? Hm? Okay. Wer bist du? Witzbohrer. Warte mal, vergiss es. Was bist du für eine? Nicht die Windows-Taste, sondern die. 3 im Crafting. Ah, so eine ist das also. Ein Snob. Ich habe ununterbrochen gearbeitet, sag ich dir. Plus 10. Wie ist hier letzter Zeit ergangen? Plus 5. Hast du den Adligen gesehen? Plus 5. Das war's. Du hast schöne Augen. Das wirkt nicht. Ich hab's nicht drauf, Alter, Leute. Ich hab's nicht drauf. Du siehst wunderschön aus. Ja, das gibt plus 8 oder was? Wow. So, und die Blanka haben wir hier noch. Hallo Blanka. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Schön, dich zu sehen. Ja, wir sollten mal, ne? Ja, toll, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Tolles Kleid. Wir sehen uns wieder. So. Damit ist das Kapitel erledigt. Warte mal, da ist eine Quest. Vitomir. Wenn wir die hier schon mal sehen, ne? 15. Ach komm. Wobei kann ich dir, Mister, darf ich dich etwas fragen? Was gibt es, mein Kind? Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen. Ja, so siehst du auch aus, ey. Wie lange hast du dafür gebraucht, dich so alt zu... Naja. Aber dazu fehlen mir die Gegenstände. Meine Eltern wollen sie mir nicht geben. Also dachte ich, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich kann dir nichts geben, aber ich werde meine Freunde bitten, nur Gutes über dich zu verbreiten. Verbreiten, ja. Ich werde dir bringen, was du willst. Wenn deine Eltern dir das nicht geben, ich gebe dir das. Willst du haben? Eine Axt? Kein Problem. Ein Steinmesser. Ja, sicher. Hier, wie du mir. Hier hast du dein Messer. Ne? Nicht so viel rumstechen hier. Das gehört sich nicht. Keine Leute abstechen. Das gehört sich nicht. Das macht man nicht. Nee. Ja. Gut. Ach, übrigens, Kollege. Ich habe deinem Sohn hier gerade was gegeben. Ne? Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Er hat jetzt ein Messer. Also, bevor du schlafen gehst, dreh dich lieber zweimal um. Alles klar. Ciao, Leute. Ich bin auf dem Abstecher. Ich muss wieder los hier. Das sage ich jetzt nur wegen dem Messer. Ja, wetten. Scheiß Psychologie, ey. Okay. Ich laufe jetzt straight nach Hause. Man sieht, die Sonne geht schon unter. Das heißt, sehr viel erwartet uns nicht. Aber ich werde jetzt den Weg einmal nochmal abkürzen. Und dann sehen wir gleich, was los ist, wenn ich da bin. Vielleicht ist das Wetter ja gar nicht so schlecht. Oder vielleicht auch doch. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Bis gleich.
So, Leute, wir sind hier jetzt schon wieder ganz nah am Dorf. Ich kann das schon wieder sehen hier. Und habe auf dem Weg schon ein paar Stöcke und Steine gesammelt. Ganz heimlich. Das kriegt ihr eh nicht mit. Mache ich alles heimlich. So. Gut, wie gesagt, wir haben jetzt gerade nicht mehr so viel zu tun. Wir können uns aber schon mal für morgen ein bisschen vorbereiten. Der Morgen wird ja wieder so ein Tag, der wunderschön wird. Denke ich mal schon. Ein Stock haben wir da. 61 Rundholz. Brennholz 84, okay. So, jetzt ist an der Zeit, dass wir sagen können, wir können unseren Holzfäller mal sagen, er soll vielleicht ein bisschen mehr, also jetzt haben wir sogar zwei Holzfäller. Nee, wir haben einen, Entschuldigung, wir haben zwei Jäger, einen Holzfäller. Und der hat kein Werkzeug, super. Den werden wir jetzt runternehmen auf 70 und 10% Stöcker und 20% Brennholz wird er jetzt machen. So, damit er jetzt Brennholz macht, machen wir noch schnell ein paar Äxte. Jetzt ist zwar schon zu spät, aber ich sag mal so, na, sind wir 12, warum nicht? Machen wir mal 12 Äxte. Die braucht unser Holzfäller einfach, damit das weitergeht. Die beiden packe ich schon mal rein, dann kann er schon mal anfangen. Dann machen wir weiter Äxte. Jetzt ist wahrscheinlich eh wieder zu spät. Jetzt arbeiten die gar nicht mehr. Aber ist halt für morgen vorbereitet schon. Wenigstens etwas. So, dann müssen wir jetzt dringend sehen, dass wir noch was zu puttern kriegen und noch mal einen Schluck trinken. Weil, wie wir sehen, sind die Anzeigen ganz unter. Und wie ihr oben seht, haben wir noch einen Tag vor uns bei der Jahreszeit. Das heißt, nach dem Schlafen wird nicht alles zurückgesetzt. Darum müssen wir uns noch einmal den Bauch vollschlagen. Nehmen wir mal 14 Stücke Fleisch und ballern uns das so richtig in den Kreuz rein hier. Zack, 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 zack. So. Und dann trinken wir erstmal einen Schluck Wasser. Abends sieht das auch voll nett aus, ja? Sehr schön. So, haben wir auch noch Wasser. Gut, jetzt ist die Frage, was haben wir denn noch nicht? Was müssen wir denn noch freischalten? Möbel und Dekoration, Lagerfeuer. Das Holzlagerfeuer könnte ich schon mal freischalten. Das ist gut, das ist in Ordnung. Den einfachen Hocker könnte ich freischalten. Das mache ich auch. Da brauche ich Stöcker und Rundholz. Das heißt, ich brauche jetzt einfach noch ein paar Rundhölzer. Moment, die holen wir uns fix. Habe ich doch hier, oder? Ja, hier. Nehmen wir mal 10 Rundhölzer mit. Und dann bauen wir uns eine kleine Sitzecke. Wie wäre das? Und ich glaube, ich mache das hier irgendwie. Oder? So zwischen den Wohngebäuden und zwischen dem Arbeitsplatz und dazwischen ist hier so ein Freizeitbereich. Freizeitbereich, ja genau. Ja. Das Feuer ist jetzt nur symbolisch. Das ändere ich ab, sobald wir ein richtiges Lagerfeuer machen können, was nicht immer nach ein paar Sekunden kaputt ist. So, da einer, da einer. Na komm. So, ich versuche mit ausreichend Abstand zu arbeiten, damit das nicht alles hier, damit die Hocker hier nicht alle nah beieinander sind. Sonst das andere Lagerfeuer ist vom Durchmesser ein bisschen größer, das richtige. Und dann passt das nachher nicht mehr, ne? Das wollen wir ja nicht. So, dann haben wir hier erstmal einen kleinen, das sieht nicht schön aus, ich weiß. Aber es ist halt ein Ort, wo man hier abhängen kann. Und ist doch eigentlich ganz nett. Guck mal, einen Tisch können wir auch schon bauen. Hm. Interessant, hätte ich auch Bock drauf. Gut, ich werde jetzt... Ja, Leute, das war's eigentlich schon. Wir werden jetzt noch Folgendes machen. Ich sammle jetzt noch ein paar Holzstöcker. Nee, warte, wir gehen zur Insel. Wir gehen nochmal schnell zur Insel. Und ich sammle auf dem Weg Holzstöcker und Steine. Einfach damit wir ein paar Ressourcen haben. Und ich wollte mal auf der Insel gucken, was da jetzt ist. Ob da wirklich jetzt ein Grab zum Ausräumen oder so, oder
Irgend sowas in der Art. Ich weiß ja, was das ist. Ich kenne diese Gräber, aber ich wusste nicht, dass eins auf der Insel ist. Wenn ihr dazu was bei uns wisst, sagt ruhig Bescheid. Na, komm, so geht das doch. So, schöne Insel hier. So, was ist hier jetzt? Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts, Leute. Ja. Okay. Wir haben geguckt, was wollen wir machen. Wo nichts ist, können wir nichts machen. Okay, dann bleiben wir beim Plan. Ich suche noch ein paar Stöckchen zusammen und dann ist Feierabend. Was ich hier noch sagen wollte, der eine oder andere hat es mitbekommen letzte Woche mit meinem Auto. Der Stress da wegen TÜV und so. Der hat sich jetzt erledigt. Ich habe die Kiste verscherbelt. Hab jetzt ein neues. Und also ein gebrauchtes neues. Und ja, bin wieder glücklich mit meiner Mobilität. Und was will man mehr, Leute? Reicht doch. Das heißt, ich bin wieder mobil. Und ja, tut mir leid, dass ich die letzten Wochen so wenig Stuff hochgeladen habe. Ist einfach im Moment ein bisschen stressige Zeit, sowas kann auch mal sein. Und dann teilweise auch einfach keinen Bock gehabt oder so, weißt du? Nächste Abend zu Hause, ein bisschen genervt, gestresst, da hast du keinen Bock mehr zu zocken. So, also zumindest nicht zum Aufnehmen. Ja, zocken tue ich schon gerne auch denn, aber ich mag da nicht so gerne aufnehmen. Das manchmal passt das einfach nicht. So, und ich denke aber, oder ich hoffe, dass es in nächster Zeit wieder deutlich besser wird. Und dann geht es auch wieder mehr rund hier, ne? Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr als jetzt. Brennholz haben wir hier noch. 77. Komm, wir nehmen uns hier noch 14. So, 14. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Brennholz schnell. Was wir da reinmachen. Weil Brennholz kann man nie zu viel haben. Vor allem nicht im Winter. Das unterschätzt man schnell. Also was man da so verbrauchen kann an Brennholz. Ne? Deswegen macht das immer Sinn, da gleich ein bisschen mehr reinzupacken. Das gleiche auch mit Messer und Äxten. Da sollten wir schon einen kleinen Vorrat uns anlegen. Ich denke mal, das kriegen wir auch auf die Reihe. Ne? Wir sind ja nun nicht so ganz hilflos hier. Ansonsten, wenn ich mir den Zwischenstand betrachte. Hey Leute, wir sind doch im ersten Jahr. Ja, okay, wir sind schon im Winter. Das Jahr ist bald vorbei, das erste. Aber ich finde, wir haben schon einiges geschafft, ja. Das Dorf steht. Wir haben 2 Einwohner schon. 3 Einwohner haben wir schon. Dann, ja, wir haben die Lager, die Gebäude, die wir brauchen, zwingend. Das ist alles da. Wir könnten uns jetzt schon ein sehr angenehmes Leben machen. Wir sind mit der Frau weitergekommen. Dauert nicht mehr lang. Ich denke mal noch so, ja, einmal nicht, aber bestimmt so 2-mal hin noch. Ja, und ich denke mal, dann kriegen wir sie rum. Die kriegen wir rum. Das heißt, das Thema können wir uns dann auch abhaken. Dann haben wir eine Frau. Was will man mehr? Dann kann man doch glücklich sein eigentlich, oder? Oder auch nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, das Stückchen können wir uns jetzt auch noch reinpfeifen. So, jetzt haben wir Holz. Und... Oh, keiner nutzt meine Ecke. Naja. Naja. Ich sehe hier auch überall nur Steine, Steine, Steine. Ich brauche eher ein paar Stöcker. Wo finde ich Stöcker? Hier. Was war das? Was war das für ein Tier? War ein bisschen schnell.
Da bin ich ja mal gespannt, ob man das auf der Aufzeichnung sehen kann. Naja, was soll's. So, die Stöcker haben wir dann. Wir haben noch nicht viel. Wir haben jetzt 20 Stöcker. Wir brauchen mehr, Leute. Wir brauchen viel mehr. Ich habe gedacht, ich mache das gerne so ans Ende ran. Weil dann hat man einfach noch Zeit, um so ein bisschen nochmal zu quatschen und nochmal den Tag so nochmal Revue passieren lassen und einfach in Ruhe nochmal so ein paar Sachen sammeln. So ein bisschen locker, flockig. Ohne Stress oder sowas. Was ist denn für Tiere? Moment, die holen wir uns. Die holen wir uns. Das sah aus wie ein Wildschwein. Das ist ein Wildschwein. Und was für eins? Komm mal her, Wildschwein. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt er, der Bulle. Komm her. Zack. Ach, jetzt habe ich kein Messer mehr. Warte, ich kann mir eins machen. Gut, dass ich gerade gesammelt habe. Da habe ich nämlich alles dabei. Was ich zum Craften brauche. Ja, Beuten. Ja, wenn sich die Viecher so anbieten, ne? Die lasse ich mir doch nicht entgehen. Und hier noch eins, jo, da ist eins. War nicht so rum. Du bist Frühstück. Schönes Bildspann, was will man mehr? Und noch eins. Komm her. Oh, du rennst schneller als deine Kollegen, aber du bist schneller tot, hä? War noch eins hier? Nö. Ach gerade, ich habe was gehört. Aber das bilde ich mir wahrscheinlich wieder nur ein. Okay, genug gejagt. Komm, wir gehen jetzt pennen. Das muss reichen für heute. Wo geht's nach Hause hier lang? Ich will noch ein paar Stecker mitnehmen. Das kann man sich immer gut angewöhnen hier in dem Game. Überall. Was war das? Huch. Das hing gerade kurz. Überall Stöcker einsammeln, wo es geht. Kann man gut gebrauchen. Vor allem in der Anfangsphase. Wenn ich genug Stöcker hätte, würde ich mich jetzt hinsetzen und erstmal irgendwie 100 Weidenkörbe machen. Oder sowas in der Richtung. Und die dann verscherbeln. Die bringen gut Geld und man steigt im Handwerk ganz schnell auf und all so ein Kram. Das ist schon echt gut. Das ist echt gut. So, kurz mal das Lebensmittellager. Dann bringen wir das Fleisch hier rein, was wir von der Jagd haben. So, dann ins Ressourcenlager. Da packen wir den anderen Kram rein, das Leder. Und die Steine und die Stöcker. So. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, haben wir den Tag rumgekriegt. Ist das nicht schön? Ist es nicht wunderschön? Meine lieben Leute, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, haut rein. Bis denn dann.